Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Expertenkanal von O3 Immobilien aus Ingelheim. Mein Name ist Felix Hoffmann und in dem heutigen Video erkläre ich Ihnen mal, was ist denn eigentlich eine Reservierung, wenn Sie ein Haus kaufen wollen? Was passiert nach der Reservierung und vor allem, ab wann können Sie eine Immobilie bei uns reservieren? Viel Spaß beim Ansehen dieses Videos. So, hallo und herzlich willkommen zu diesem heutigen Video mit dem Thema die Reservierung. Also, ich möchte hier einmal ganz kurz vorwegnehmen, was häufig passiert. Oftmals ist es so, wir haben Besichtigungstermine mit Kunden, die haben das Haus jetzt das erste Mal gesehen. Das ist ja für uns immer der Termin, an dem die Kunden den ersten Eindruck bekommen, um danach zu entscheiden, ob es das ist, was sie sich prinzipiell vorstellen könnten zu kaufen, beziehungsweise weiter zu verfolgen oder nicht. Und wenn es dann oftmals so ist, dass die Kunden entscheiden, ja, das können wir uns prinzipiell gut vorstellen, dann fragen sie uns direkt nach dem Besichtigungstermin, ob sie das Haus reservieren können. Und dann ist meine Antwort oftmals nein. Denn zu einer Reservierung gehört noch wesentlich mehr. Also ich sage jetzt einfach mal, wenn ich ein Haus kaufen wollen würde für meine Familie und mich, und ich bin schon etwas länger auf der Suche, dann weiß ich schon ungefähr so, was ich will und auch welche Kompromisse ich eingehen möchte. Aber ich denke nicht, dass ich in der Lage wäre, nach einer halben Stunde Besichtigung zu entscheiden, ob ich jetzt für diese Immobilie 4, 5, 6, 7 oder 800.000 Euro bezahlen werde oder nicht. Dafür bedarf es nämlich noch ein bisschen mehr. Bei uns im Büro ist es so, die Kunden, die Interesse an etwas haben, nach dem ersten Besichtigungstermin, die sagen, ja, das ist prinzipiell interessant, den schicken wir alle Unterlagen zum Objekt zu. Das heißt im Prinzip, das sind auch alle Unterlagen, die Sie für die Bank für eine Finanzierungsanfrage brauchen. Und dann sage ich den Kunden immer, jetzt nehmen Sie sich mal einen Tag Zeit oder auch zwei, lassen Sie den Besichtigungstermin nochmal Revue passieren, schreiben Sie eine Pro- und Kontraliste für das Haus, weil wie gesagt, in der Regel findet man nie das, was man sucht, genau so, wie man es sich vorstellt, sondern man muss immer ein paar Abstriche machen. Ja? Ob das jetzt die Größe des Gartens ist, voll unterkellert, Teil unterkellert, ausgebautes Dach oder nicht. Vielleicht doch noch ein bisschen Renovierungsaufwand im Gegensatz zu dem fertigen Neubau, nachdem Sie ursprünglich mal gesucht haben. Das sind alles Punkte, da müssen Sie für sich selbst entscheiden, können Sie mit diesen Kompromissen und Abstrichen leben oder nicht. Und sowas entscheiden Sie nicht nach einer halben Stunde Besichtigung. Das bedeutet im Prinzip, die Kunden haben alle Unterlagen von uns bekommen, lassen den Besichtigungstermin nochmal Revue passieren und wenn Sie dann sagen, ja, wir könnten damit leben prinzipiell, dann laden wir Sie sehr, sehr gerne ein zu einem zweiten Besichtigungstermin. Und zu dem zweiten Besichtigungstermin sage ich immer, bringen Sie alle Leute mit, von denen Sie der Meinung sind, dass Sie das Haus gesehen haben müssen. In der Regel sind es Familie und Verwandte oder auch Freunde und Bekannte, die sich vielleicht ein bisschen auskennen oder auch schon mal ein Haus gekauft haben oder renoviert oder saniert haben. Und natürlich auch Handwerker, gerade bei Objekten, die renovierungs- oder sanierungsbedürftig sind, sage ich immer, so schnell es geht, wenn Interesse besteht, holen Sie die Handwerker bei, lassen Sie schon mal drüber gucken und eine grobe Kostenschätzung erstellen, damit Sie schon mal einen Überblick bekommen von den Gesamtinvestitionskosten, die bei dem Hauskauf auf Sie zukämen. Und wenn Sie diese Kostenschätzung haben und alle Unterlagen von uns erhalten haben, dann gehen Sie natürlich in der Zwischenzeit auch schon mal zur Bank und fragen für eine Finanzierung an. Denn wir als Immobilienmakler müssen ja natürlich auch im Sinne des Verkäufers sicherstellen, dass der Interessent, der das Haus gerne kaufen würde, den Kaufpreis auch bezahlen kann bzw. finanziert bekommt. Und außerdem wollen Sie als Käufer natürlich auch wissen, mit welchen monatlichen Finanzierungskosten müssen Sie denn die nächsten 20, 25, 30 oder auch 40 Jahre rechnen, je nachdem, wie Sie die Finanzierung aufstellen. Und da ist natürlich auch der Weg zum Banker oder Finanzierungsberater für Sie ein existenziell wichtiger, denn so wissen Sie, was bleibt Ihnen in Zukunft vom Netto noch übrig, nachdem Sie die Annuität, also die Zins- und Tilgung für das Haus abgedeckt haben und natürlich auch, was kommt an sonstigen Nebenkosten, Gas, Wasser, Strom, Grundsteuer etc. noch auf Sie zu und können Sie das Ganze auch bewerkstelligen. Und wenn Sie dann sagen, Sie möchten das Haus kaufen, Sie haben die Finanzierungsbestätigung, dann laden wir Sie sehr, sehr gerne ein zu einer Reservierung. Das bedeutet im Prinzip, wir werden das Objekt für Sie reservieren. Und nach der Reservierung schicken wir schon direkt alle Unterlagen zum Notar. Denn dann passiert Folgendes, der Kaufvertragsentwurf wird erstellt und Sie können sich mit der Bank in Verbindung setzen, damit die Kreditverträge erstellt werden, sodass Sie auch die Grundschuld bestellen können.
Sobald der Kaufvertragsentwurf da ist, schicke ich den allen beteiligten Parteien zu. Das bedeutet im Prinzip einmal Käufer, Verkäufer bekommen den Entwurf zugeschickt und dann sage ich auch immer beiden Parteien, nehmen Sie sich nochmal 1-2 Tage Zeit, lesen Sie den Entwurf in aller Ruhe durch und dann vor allem auch machen Sie sich Notizen bei den Sätzen oder Passagen, die Sie so auf den ersten Blick oder vielleicht auch nach 2-3 Mal lesen nicht verstehen. Und dann rufen Sie mich an, dann machen wir nochmal einen gemeinsamen Termin und besprechen das, was darin steht, in aller Ruhe unter 4 Augen oder 6 Augen oder 8 oder wie viele Personen auch immer involviert sind und gehen das Ganze einfach mal durch. Hintergrund ist nämlich folgender: Dieses Notardeutsch, was in den Kaufverträgen steht, ist nicht das Deutsch, was wir tagtäglich im Alltag sprechen, sondern das stellt sich ein bisschen komplizierter dar und wir als Immobilienmakler machen es ja regelmäßig, wissen daher auch, was die einzelnen Passagen im Kaufvertrag bedeuten, die vielleicht beim ersten Durchlesen ein bisschen abschreckend wirken können, aber im Endeffekt geht es ja wirklich nur darum, dass der Verkäufer nicht das Eigentum verliert, ohne Geld zu bekommen und dass der Käufer kein Geld bezahlt, ohne das Eigentum zu erlangen. Und dann sind Sie im Prinzip bestens vorbereitet für den Notartermin, der dann auch kurz darauf stattfinden wird. Also das heißt, wie gesagt, wenn Sie ein Haus reservieren möchten, dann sollten Sie sich schon eigentlich 100% sicher sein, dass das auch das Haus ist, was Sie kaufen wollen. Und dazu gehört wesentlich mehr als einmal kurz besichtigt zu haben, sondern da sollten Sie allein schon zu Ihrer eigenen Sicherheit sich ganz, ganz intensiv Gedanken machen, sich Zeit nehmen, das Ganze im Kopf einmal genau durchspielen, was haben Sie mit der Immobilie vor? Welche Kinder gehen in welches Zimmer? Wie sieht unser Schlafzimmer aus? Brauchen wir den Keller wirklich nicht, wenn zum Beispiel kein Keller vorhanden ist? Oder sagen Sie, nein, wir haben so viele Sachen und es gibt keine andere Möglichkeit, wir brauchen unbedingt einen Keller, dann werden Sie auf lange Sicht in diesem Haus nicht glücklich. Und das ist nicht unsere Absicht. Es geht nicht darum, schnellstmöglich irgendwas an irgendwen zu verkaufen, sondern insgesamt eine gute und qualitativ hochwertige Dienstleistung zu bringen, nach deren Abschluss alle involvierten Parteien glücklich sind und natürlich vor allem auch die Käufer über einen sehr, sehr langen Zeitraum glücklich in ihrer neuen Immobilie wohnen. So, ich hoffe, ich konnte Ihnen in diesem Video erklären, was denn eigentlich eine Reservierung ist, was es bedeutet, was nach der Reservierung passiert und ab wann Sie ein Haus bei uns reservieren können. Falls Ihnen das Video gefallen hat, dann geben Sie uns sehr gerne ein Like, einen Daumen nach oben, da würden wir uns sehr drüber freuen. Falls Sie aktuell Freunde und Bekannte haben, für die das Thema interessant sein könnte, dann teilen Sie das Video gerne mit diesen. Und falls Sie aktuell überlegen sollten, ein Haus in Ingelheim, Mainz-Bingen, Wiesbaden und Umgebung zu verkaufen, dann rufen Sie uns sehr gerne an unter der Nummer 06132 714 9383. Stehen wir Ihnen sehr, sehr gerne für eine kostenlose Immobilienbewertung zur Verfügung und natürlich auch im Anschluss als Ihr Experte für den Verkauf von Wohnimmobilien in Ingelheim, Mainz-Bingen, Wiesbaden und Umgebung. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, Ihr Felix Hoffmann.